Servus Leute und hiermit herzlich willkommen, hier wackelt alles, zum zweiten Matrix-Video, ja. Herzlich willkommen, wir sind hier in einer neuen Location, ja, total cool. Ja, viele mussten lange auf dieses Video warten, das tut mir sehr, sehr leid. Das erste Video ein Hammer Feedback einfach gekriegt, wahnsinnig viele Klicks auch, richtig nice von euch. Übrigens, in den letzten Tagen haben wir ja in Marathongeschwindigkeit die 5000 Klicks geschafft, ja, sogar relativ schnell das Ganze. Und ja, ich werde jetzt einfach mal losquatschen. Ich hoffe, der Anspruch, der an dieses Video gestellt wird, wird in jeder Hinsicht erfüllt. Ich habe das lange vor mir hergeschoben, dieses Video. Es kam immer was dazwischen, aber jetzt versuche ich einfach mal anzufangen. Das letzte Mal haben wir so ein bisschen allgemeiner über die Matrix geredet und heute soll es dann mal so ein bisschen darum gehen, so ein paar Merkmale, die auch ich zum Beispiel aus meinem Leben sozusagen berichten kann. Ja, so richtig real life, yeah. So, erstmal natürlich nochmal, woran kann man denn erkennen, dass eine Matrix vielleicht entsteht? Wo kann man das selber an sich vielleicht erkennen? Man sollte vielleicht darauf achten, wie man träumt. Das ist ein Punkt, den ich ansprechen möchte. Luzide Träume, luzide Traumphasen, vielleicht hat man das irgendwann schon mal gehört, Leute, die mal ein Outlast-Let's Play gesehen haben, luzide Traumphasen, das sind Traumphasen, in denen man praktisch steuert, was man träumt. Das heißt, man tut im Traum teilweise Dinge, also das ist dieser Wachschlaf, dieses Schlafwandeln ist auch eine luzide Traumphase, aber das, was hier im Zusammenhang gemeint ist, ist, dass man im Traum Dinge machen kann. Dass man sich wünschen kann, da ist da, was weiß ich, jetzt machen, da steht jetzt ein Lambo und dann steht da ein Lamborghini. Ne, solche Sachen. Wie kann man denn überhaupt wissen, dass man luzid träumt? Das ist jetzt auch mal eine Sache, da könnte man viele Videos drüber machen. Die Frage ist halt, woran erkennt man das? Man muss immer mal darauf achten, wenn man teilweise in luziden Träumen macht man gewisse Aktionen immer. Zum Beispiel, bei mir ist es so, ich berichte jetzt aus meiner eigenen Erfahrung raus, bei mir ist es so, wenn ich luzid träume, merke ich das daran, dass wenn ich auf die Uhr schaue und dann eine komplett schwachsinnige Uhrzeit steht. Das heißt, dann gucke ich auf so eine digitale Uhr und dann steht da 40.93 Uhr oder so. Das ist zum Beispiel ein Kennzeichen, wo man sagt, okay, ist ein Traum, ist luzide Traumphase. Wo man steuern kann, ich kann zum Beispiel steuern, dass ich auf die Uhr gucke, ich möchte auf die Uhr gucken und ich schaue auf die Uhr. Diese Träume sind meistens extrem schwachsinnig und man erlebt sie extrem intensiv. Ja, das heißt, man kann sich sehr gut daran erinnern, man kann teilweise Details bringen. Was mir jetzt und auch dem Reaper zum Beispiel sehr gruselig vorkam, ist, dass wir in Träumen, praktisch davon träumen, dass wir als Kind mal irgendwas, zum Beispiel als Baby, man hat ja immer mal solche Schlüsselerlebnisse gehabt, sag ich mal, wo man, was weiß ich, irgendwie, wenn man eine Kuckucksuhr hatte, der Opa im Zimmer hängen und man hat sich immer gefreut, wenn die Kuckucksuhr gegangen ist und hat, bevor man vom Opa nach Hause gefahren ist, beispielsweise immer gewartet, bis der Kuckuck gekommen ist und ist danach heimgefahren, ne? Weil man sich so darüber gefreut hat. So, solche Schlüsselerlebnisse, an die man sich immer wieder mal erinnert. Ja? Und sowas hatten wir im Traum, dass wir uns praktisch zurückerinnert haben. Und wir waren uns so sicher, dass wir das wirklich erlebt haben, dass das genauso gewesen ist, dass wir sind aufgewacht und haben geglaubt zu wissen, zu 100%, dass es so eine Kindheitserinnerung gibt. Und nach 2 Stunden ist uns dann irgendwann aufgefallen, ey Scheiße, sowas haben wir nie erlebt, das haben wir nicht gemacht. Aber wir waren uns so sicher, dass man praktisch im Traum teilweise auch Matrixen hat, im Traum. Ja, und das bestärkt die Theorie, dass man wiedergeboren wird. Immer wiedergeboren wird. Dass man, nachdem man stirbt, sofort irgendwo wieder auf die Welt kommt. Nur man weiß nichts mehr vom vorherigen Leben. Da hat man ja die Déjà-vus, wo man sagen könnte, man ist an einem Ort und hat da ein Déjà-vu, obwohl man da noch nie war. Das kann sein, dass man im früheren Leben da schon mal war. Oder in den Träumen, dass man diese Kindheitserinnerung hat, die man vielleicht im vorherigen Leben hatte. Ja, und so eine Fehlleitung vom Gehirn, das einem wieder ins Gehirn ruft. Sehr interessant, sehr komplex auch, muss man sich mit befassen und ich sage euch so viele Leute, wenn ihr da ist ganz einfach für euch so eine Matrix nachzuweisen, das ist einfach, achtet darauf, auf solche Zeichen, wie Träume, wie solche Ereignisse.
dann habt ihr reihenweise am Tag mehrere Matrixen sozusagen, wo ihr manchmal eine Gänsehaut habt. Und das ist bei uns auch so. Ja, wir haben ständig, wir können teilweise Dinge vorhersehen. Wir sagen, das Telefon klingelt und wir sagen, okay, scheiße, jetzt ist was passiert. Ja, okay, wenn abends um 10 Uhr das Telefon klingelt, okay, kann ja wirklich sein. Aber um 1 Uhr mittags denkst du dir, ja, wenn jetzt das Telefon klingelt, dann ist was passiert. Dann klingelt das Telefon und es ist wirklich was passiert. Solche Sachen. Oder man sagt, okay, im 10-Minuten-Takt kommt jetzt jemand zur Tür rein und es passiert. Alle 10 Minuten kommt jemand zur Tür rein und das über einen längeren Zeitraum. Solche Sachen passieren uns immer wieder. Reaper und mir, wenn wir uns zusammensitzen so mal, dann passiert es uns ständig. Ja, und ich habe immer, weil wenn mich der Reaper gefragt hat, wie viel Uhr ist, habe ich immer scherzhaft gesagt 33. 33 ist 33, um ihn zu ärgern einfach, weil ich weiß es nicht. Ich hab nie eine Uhr dabei. Ja, und dann ist es aber so, dass uns dann irgendwann aufgefallen ist, dass 90% aller Matrix-Ereignisse immer dann stattfinden, wenn auf der Uhr eine 33 steht. Entweder als Minutenzahl oder als Sekundenzahl. Es stand immer eine 33 da. Wir machen Sprachmemos, reden über die Zahl 33, wie krass das ist, und merken danach, dass die Sprachmemo 33 Sekunden lang ist. Und die Memo, das sind irgendwie 6 Memos hintereinander und die sind alle 33 Sekunden lang. Das ist gruselig. Und da läuft einem auch ein dicker Schauer über den Rücken. Ja, wo man sich auch wirklich denkt, scheiße. Jedes Mal, wenn ich auf dem Bett liege, denke mir, ach, jetzt schaust du auf die Uhr. Und dann ist 33. Das passiert ständig. Ständig. Das passiert mehrmals am Tag. Und es ist gruselig. Ernsthaft. Also das ist kein Scherz. Ich denke mir das nicht aus. Ich bilde mir das auch nicht ein. Es passiert und es ist gruselig. Und Schlüsselereignisse passieren um 33. Plötzlich bleiben Uhren einfach bei 33 Minuten stehen, wo man sich denkt, das kann nicht sein. Das ist gruselig. Natürlich kann das alles Zufall sein, aber es passiert mittlerweile seit mehreren Monaten. Deswegen, es kann auch ein Grund sein, dass ich das Matrix-Video eben noch nicht früher gemacht habe, weil ich abwarten wollte, ob das sich wiederholt. Und 33, es gibt für jeden Schwachsinn eine Zahl. Es gibt eine Illuminatenzahl, ich glaube, das ist 666 oder so. Dann gibt es Freitag der 13. und so ein Quatsch, solche Omen. Ja, und 33 ist bei uns die Matrixzahl, wo wir denken, shit, da passiert sowas. Und da passieren ständig irgendwelche Dinge, teilweise schlimme Dinge, teilweise nicht so schöne Dinge, teilweise aber auch lustige Dinge, wo wir immer um 33 diese Schlüsselerlebnisse haben. Ja, das ist Wahnsinn. Auch diese Gehirnaktivität, dass das Gehirn, sag ich mal, wir können das ja nur 10% nutzen. Ja. Jetzt im Film Lucy, noch gar nicht mal so alt, dieses Jahr glaube ich sogar, im Kino war der vor kurzer Zeit noch mit dieser Gehirnnutzungsfähigkeit, dass man dann Leute kontrollieren kann und dass man dann Dinge vorhersehen kann und sowas. Das sind alles, könnten alles Fehlleitungen sein vom Gehirn. Nervenstränge, die plötzlich miteinander kooperieren, wo dann diese Gehirnfähigkeit kurzzeitig genutzt werden kann. Und das ist einfach beeindruckend. Wo ich auch selber sagen muss, boah, shit. Und dann muss ich sagen, es ist die Déjà-vus werden immer krasser. Man sitzt teilweise da und denkt über Dinge nach und plötzlich passiert. Ich habe, bestes Beispiel, ich habe eine Dokumentation geguckt. Kann Zufall sein. Ja? Ich fange irgendwann um 12 Uhr an mit Dokumentation gucken. Ja? Die geht 40 Minuten. So, dann zwischendrin mache ich mir was zu essen. Ich gehe mal hier hin, ich mache mal das. Immer mal pausieren. Ich pausiere immer mal das Video. So wurden die 40 Minuten praktisch auf über 2 Stunden gestreckt, weil man immer was dazwischen gemacht hat. Und dann in der Dokumentation wurden immer Zeiten eingeblendet. Also irgendein Untergang von einem Schiff zum Beispiel. Um die Uhrzeit war das Schiff schon so tief gesunken. Ja? Und sowas wird immer eingeblendet in dieser Dokumentation. Ich denke mir so, ach, wäre ja lustig, wenn das passiert, dass das die gleiche Zeit ist, wie ich gerade hier vorm Laptop sitze. Ja? Und dann eine halbe Stunde später passiert es, dass die Dokumentation sagt 14:10 Uhr und ich gucke auf meine Uhr und sehe 14:10 Uhr. Und das sind Sachen, wo ich gedacht habe, ach, wäre ja lustig und es passiert. Und ich denke mir, scheiße. Oder auch teilweise, wo man vorm Fernseher sitzt, denkt sich, ach, wäre doch cool, wenn man wieder in Batman drankommt, Gotham, ja, eigentlich coole Stadt, ne? Denkt man so nach, Gotham, ja, cool, so eine riesige Stadt, die ist ja von New York. Und plötzlich kommt im Fernsehen neue Serie, Gotham, mit Batman und was weiß ich. Und dann plötzlich denkt man sich, ach, scheiße.
Und man muss sich mal vorstellen, dass wenn man diese Matrix-Theorie nicht im Kopf hat, wenn man das nicht weiß und wenn man da nicht drauf achtet, was einem alles entgeht, ja, und das finde ich auch gruselig, was mir in den Jahren davor entgangen ist, wo ich nicht drauf geachtet habe, ja, und das ist, boah, Leute, das ist krass, das ist krass. Es bestätigt einfach immer mehr, dass es eine Matrix ist. Das bestätigt es immer mehr. Und das ist auch, ich würde euch empfehlen, auch mit Déjà-vus, schreibt die euch auf. Schreibt die euch auf. Oder wie ich halte sie jetzt im Video fest, zum Beispiel mit euch, ja. Schreibt sie euch auf. Das kann ich auch machen. Vielleicht werde ich das machen, so eine kleine Matrix-Videoreihe, wo ich mal immer mal festhalte, was passiert ist nach einer kurzen Zeit, so ein Update gebe. Und das ist krass. Ja, schreibt euch das mal auf. Denkt da mal drüber nach und fangt an, euch da ein bisschen mit zu versetzen. Vielleicht habt ihr auch irgendeine Zahl, wo ihr irgendwas mit verbindet, vielleicht eine 8 oder eine 16 oder wenn ihr irgendeine Zahl habt, die euch Glück bringt, wo ihr schon eine, sag ich mal, irgendwo irgendwie eine Beziehung zu der Zahl habt, dann nehmt die mal her und achtet mal drauf, wann solche Ereignisse geschehen, ja, und dann irgendwann merkt ihr im Unterbewusstsein, dass immer mehr diese Matrix mit euch spielt. Ja, das hört sich krank an, aber diese Matrix, die spielt mit einem. Das Schöne ist, du kannst die nicht rausfordern. Wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, Matrix, gib mir ein Zeichen. Das wäre jetzt gruselig, wenn jetzt ein Blitz in meinen Kopf fährt. aber überlegt euch das mal. Ja? Wenn ich das sage, dann passiert nichts. Aber wenn ich jetzt durch Zufall denke, ach, weißt du, wäre ja cool, wenn, dann passiert sowas. Und dann, die Matrix macht das ganz schlau, die macht das nur, wenn man nicht damit rechnet. Und dann hat man diese Gänsehaut auf dem ganzen Körper. Das ist unglaublich. Und weißt du, manchmal merkt man das überhaupt nicht. Und plötzlich geht es dann, ist mir wie versteinert, am ganzen Körper Gänsehaut. Das ist, boah Leute, das ist ein richtig harter Moment, wo einfach, wo man geflasht ist. Und jetzt mal hier in dem Teil der Matrix-Serie, habe ich ja sozusagen mal ein bisschen aus meinen Erfahrungen erzählt, ein bisschen was erläutert, ein bisschen weniger Wissenschaftskram. Aber trotzdem, Leute, es wird immer krasser und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich werde vielleicht jeden Monat, vielleicht alle 2, 3 Monate, ich schau mal, werde ich ein Update bringen dazu, was sozusagen Neues passiert ist. Ja, vielleicht mal mit dem Reaper zusammen irgendwann, schauen wir mal, kriegen wir schon irgendwie hin. Auf jeden Fall, Leute, tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet. Ich hoffe, dass diese Beweise kleine Entschädigung dafür waren, dass ihr so lange warten musstet. Ja, wer übrigens noch Interesse an Gaming hat, wer sich wundert, warum nicht mehr Gaming-Videos kommen, zweiter Kanal, Chiller LP, könnt ihr mal vorbeischauen. Hat noch nicht viele Abonnenten, auch noch nicht viele Klicks, aber super nette Community, diese ganz kleinen, das sind super nette Leute, bin ich sehr zufrieden mit, muss ich sagen, immer wieder. Das ist richtig cool, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut da mal vorbei. Ansonsten hier auf diesem Channel, ich werde mich bemühen, immer mehr Videos zu bringen. Jetzt war eine sehr stressige Zeit, immer was dazwischen gekommen, tut mir leid. Ich werde versuchen, das Ganze besser zu machen. Ja, ja, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Mittag, guten Appetit, was weiß ich, wann ihr das Video halt guckt. Ja, und sag nur, ich habe euch im Auge, ja. Achtet mal auf die Matrix, ihr werdet mir zustimmen können irgendwann. Das ist richtig, richtig krasse Scheiße ist. So, Leute. Ja, das ist eigentlich schon das Ende vom Video. So ein kleines Skript gemacht, hier das Mikro schön hinter der Kerze versteckt. Heute mal in einem anderen Raum. Roomtour wird keine kommen, wollte ich nur mal sagen, falls da irgendwann mal eine Frage kommen sollte, ob ich mal eine Roomtour mache, wird nicht kommen. Also ich werde jetzt nicht hier durchs Haus laufen, aber ihr habt jetzt schon relativ viele Räume von meiner Häuslichkeit gesehen. Immer mal Videos, mal hier, mal da. Könnt ihr mal schauen, vielleicht kriege ich jeden Raum mal rein, außer die Toilette. Wäre, glaube ich, nicht so. Geil, ne? Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ich habe euch im Auge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.